Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Patrick, du bist so süß. Jane? Ja, Patrick? Würden Sie mich zum Abendessen begleiten? Sabrina, warum tanzt du nicht ein wenig? Christy, geh runter auf deine Knie. Wir sind noch nicht fertig. Das ist ein wundervoller Anzug. Er sieht so weich aus. Ich glaube nicht, dass ich mich beherrschen kann. Wenn Sie bleiben, wird etwas Schlimmes passieren. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 308 des Bahnhofskino-Podcasts. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Patrick. Ja. Warum sagen Sie eigentlich meinen Namen im Trailer? Hat man doch letzte Woche, oder? Aber ich glaube, Daniel. Ja, der Daniel Sun halt, ja. Also, wenn ich die Wahl hätte zwischen Mr. Miyagi und Reese Witherspoon, dann ich wüsste, wen ich nehme. Ja, Pat Morita, genau. Du hast deinen Pat Morita, ich habe Reese und ich glaube, wir können beide ganz zufrieden sein mit dem, was wir abbekommen haben. Ja, aber kann sie auch den Kranich? Sehr schön. Ja, aufmerksame Hörer werden erahnen, wir reden über American Psycho aus dem Jahre 2000. Das wird ein Filmgespräch, auf das ich mich sehr freue, von dem ich die Befürchtung habe, dass ich nicht die Hälfte von den Dingen, die ich über den Film und das Buch sagen möchte, auch sagen werde. Und danach tatsächlich ich bin sehr gespannt. Ja, unbefriedigt in den Abend gehe. Aber mal gucken, vielleicht habe ich mir doch was merken können. Aber zuvor der allererst sprechen wir über Psycho 3. Und damit eben auch den, ja, wer mitgezählt hat, ist klar im Vorteil, den dritten Teil unserer Psycho-Reihe. Hast du es aber auch gerade nicht einfach gemacht. Sätze, die niemals enden. Das wurde uns, glaube ich, schon mal in der iTunes-Kritik vorgeworfen. Von wegen, Jungs, hört doch einfach die Sätze früher auf. Ja, ja. Und wenn ihr da draußen nicht lieb seid, dann machen wir den nächsten Podcast in Mittelhochdeutsch. Herzlich liebes Frauelein. Ja. Anthony Perkins ist der Regisseur von Psycho 3, sei noch gesagt. Und der Film ist aus dem Jahre 1986. Und ich kann jetzt schon mal sagen, wir können uns unter anderem auf zwei Moonshade-Inhaltsergaben freuen. Also, oh, ich freue mich. Ja, sehr gut. Will heißen, also summa summarum, man hört uns jetzt in den Sommermonaten ein bisschen seltener als sonst, weil wir sind mal hier und da unterwegs, haben auch andere Verpflichtungen und müssen ein bisschen urlauben, zum Beispiel nächste Woche oder vielleicht auch doch nicht. Aber dafür ist das Programm noch besser als sonst. Noch dichter, toller. Explosiver. Psycho 3, vorneweg gefragt, wir haben das so ein bisschen mit Vorschusslorbeeren belobhudelt. Ist er denen gerecht geworden, glaubst du? So Psycho 3 als bestem Sequel der Reihe? Also bis hierhin auf jeden Fall. Wenn sich meine Erinnerungen an den vierten Teil in irgendeiner Form bewahrheiten sollten, steht dem eigentlich auch nichts gegen, das einfach mal so zu behaupten. Ja, ich hatte wieder viel Spaß. Ja, mal gucken. Ich glaube, ich nicht so. Aber okay. Moonshade. Moonshade schreibt zu Psycho 3 bei der OFDB. Norman Bates ist wieder der Hüter des kleinen Motels und auch seine mütterliche Hälfte ist wieder sehr aktiv. Die Tatsache, dass er seine richtige Mutter umgebracht hat, ist unbemerkt geblieben. Doch dann brechen in Normans Idylle wieder Fremde ein. Ein Anhalter nistet sich im Motel ein, ebenso wie eine aus der Bahn geworfene Ex-Nonne. Naja, ein Anhalter ja eigentlich nicht, ne? Er fährt ja ein Auto. Ja, eben. Ja. Also, ein Halternehmer? Ich weiß nicht, wie sagt man das? Ein Mitnehmer? Richtig. Oder er ist Hitcher, der Highway-Killer und hat das sich angeeignet und war mal ein Anhalter. Also wir sprechen genau von Jeff Fahey. Ne? Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, genau genommen ist er vor allem erstmal der Lawnmower-Man, aber bitte. Dieser Rolle wird er niemals entkommen. Das tut mir auch so leid, weil ich mag Jeff Fahey total. Also er ist ein total guter Sleazebag, aber dieser Rasenmähermann-Rolle, die wird er nicht los. Der ewige Makel auf seiner relativ guten Vita. Und schließlich stöbert ihn auch noch eine Journalistin auf und beginnt, unbequeme Fragen zu stellen. Ja. Ein bisschen spezifischer gesagt, ich glaube, Psycho 3 spielt ungefähr einen Monat oder ein paar Wochen nach Psycho 2. Also ist ein relativ unmittelbares Sequel, zumindest innerhalb der internen Chronologie jetzt hier der Ereignisse. Wurde ja aber vier Jahre später gedreht. Vier Jahre nach Psycho 2. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich so unmittelbar danach spielt. Also, es gibt noch diese vermissten Meldungen in einer Zeitung, so von wegen, wo ist Emma Spoon? Ja, ist richtig. Und sagen wir, die Mumie ist auch noch ein bisschen frischer, aber
Ja, na gut, okay. Ich lasse mich ich doch ein. Ich mutmaße mal. Ich glaube, es gäbe keine Vermisstenmeldung mehr, wenn sie jetzt irgendwie schon 3 oder 4 Jahre verschwunden wäre. Also ja, aber ein halbes Jahr bestimmt. Ein halbes Jahr. Ja, natürlich, klar. Ja. Aber so richtig scheint sie auch keiner doch so zu vermissen. Sonst hätte man vielleicht auch schon mal genauer nachgeguckt. Also. Das ist ja sowieso was, was mich an den Psycho-Film mal so ein bisschen, also nicht stört, das wäre zu viel gesagt, weil ich mag ja die Art und Weise, wie die Filme funktionieren, aber so richtig schaut auch keiner bei Norman Bates hin, so richtig genau. Weil was ja aber auch durchaus thematisiert wird in dem Film. Ja, Regie Anthony Perkins, und solche Filme sind immer besonders interessant, also gerade wenn es eben um jemanden wie Perkins geht, der ja quasi mit seiner Figur eins geworden ist im Laufe der Jahre, der schon so ein bisschen auch so eine Art ist wie ein Robert England, den man einfach hauptsächlich mit einer Filmrolle identifiziert. Und was macht so jemand aus der Filmreihe, die ihn zum Superstar gemacht hat, mit der er bis zu seinem Lebensende identifiziert wurde? Und der macht eben sowas. Also. Ja. Ja, was ist das genau, Psycho 3? Was ist das? Ich bin, also zum einen empfinde ich ihn als deutlich sleaziger als den zweiten oder auch den vierten, wohlgemerkt. Ich habe so das Gefühl, er versucht sich an vielen Stellen so ein bisschen der Slasher-Mania der ausgehenden 80er anzupassen und so das Publikum irgendwie abzuholen. Mhm. Ich erinnere mich zumindest, als ich ihn damals gesehen habe, fühlte mich total abgeholt, und das war genau die Phase, in der ich Robert England hast du ja gerade erwähnt, also die Nightmare-Filme oder die späteren Carpenter-Sachen rauf und runter geguckt habe. Da passte mir Psycho 3 halt total ins Konzept. Mhm. Gleichzeitig habe ich auch so das Gefühl, also ich glaube, er versucht schon inwieweit auch immer geartete, ernsthafte Beschäftigung mit der weiteren Geschichte der Figur. Also ich glaube, der Film hat aufzumachen, ich glaube, der Film hat schon echtes Interesse daran, herauszufinden, was ist jetzt eigentlich mit Norman. Gleichzeitig habe ich schon wieder ein bisschen das Gefühl, er ist ein bisschen Parodie seiner selbst. Ich finde ihn relativ schwierig greifbar an den Stellen, was vielleicht auch ein Punkt ist, warum er mir so einen Spaß macht. Also er hat ein Vorteil, den ich unmittelbar wahrnehme, wie zum Beispiel, er ist deutlich kürzer als der zweite Teil. Ich glaube, das war so ein Kritikpunkt meinerseits zumindest am ersten Sequel, dass ich das Gefühl hatte, er verliert so ein bisschen an Tempo auf halber Strecke, und dann später nimmt er wieder so Fahrt auf. Das passiert Psycho 3 nicht, der ist eben relativ kurz. Also ich glaube, der Abspann setzt dann auch nach knapp 90 Minuten ein. Ja, ja. Was ich auch eine gute Länge finde für, also das zweite Sequel zu einem Film, zu dem eigentlich die Welt überhaupt kein Sequel jemals haben wollte. Niemals, ja. Und ich mag den sleazigeren Grundton. Ich mag dieses Parodistische, was du gerade erwähnt hast, in Teilen. Also ich mag es immer dann, wenn ich das Gefühl habe, es ist einigermaßen smart. Wenn ich das Gefühl habe, die Parodie zeigt sich nur eben in Zitate aus den vorangegangenen Filmen, aber diesmal eben mit einem Augenzwinkern ist das immer so. Ja, ich sehe deinen Punkt. Das ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, also wir hatten darüber geredet. Ich fand eigentlich die filmischen Zitate im zweiten Film größtenteils etwas unnötig, aber gerechtfertigt in irgendeiner Form. Weil es halt natürlich in irgendeiner Form das Publikum auch daran erinnern musste, guck mal, das war vor 22 Jahren. Mhm. Jetzt hier fand ich sie ein bisschen, ein bisschen lahmtutig. Also einfach so uninspiriert, ja. Mutter, Blut und Norman hält sich den Mund zu und diese ganzen Sachen, weiß ich nicht, brauchte ich nicht, weil es eben auch der, wie soll ich sagen, der Geschichte nicht in irgendeiner Form zuträglich war. Mhm. So, da hatte ich am wenigsten Spaß dran tatsächlich. Woran ich viel Spaß hatte, war, glaube ich, an der Absurdität der Story an sich und auch durchaus an der an dem Slasheringen halt, ja, dass man das weiß ich, wenn das Mädel da auf der Toilette umgebracht wird und eben das Blut halt sichtbar aus der Wunde fließt, ja. Etwas was ein Hitchcock sich nicht durfte und was sich der zweite Film nicht getraut hat, mit Ausnahme von dem Messer quer durch den Schädel. Ja. Und da fand ich es doof, wie wir uns erinnern. Aber hier habe ich so das Gefühl, der Film ist, der versucht nicht was anderes zu sein, als er ist. Und der zweite Film hatte halt genau das Problem, dass er halt irgendwie dachte, okay, ich bin hier in dem Legat
dieses großen Filmes. Und jetzt muss ich was daraus machen, was dem zumindest in einem modernen Publikum irgendwie nahe kommt. Und ich muss total clever und intelligent sein und verschrobelt und all das. Aber ich muss natürlich den Thrill halt bieten, wie ihn halt die 70er aufgebaut haben im Genre und was nicht alles. Und ich glaube, das war einfach packend zu viel. Und Psycho 3 kann halt daherkommen und sagen, hey, du, nee, ich bin ein sleasiges, blutiges Beben-Horror-Movie. Das ist ein guter Punkt. Ich meine, dadurch macht sich natürlich auch Psycho 3 leichter. Das kann man ihm jetzt aber auch nicht zum Vorwurf machen, wenn dann am Ende sowas einigermaßen Charmantes rauskommt, wie eben dieser Film. Ich möchte auch nicht sagen, ich hatte keinen Spaß daran, aber ich bin sehr mit mir am Hadern, ob der Frage, welches Sequel mir jetzt besser gefällt. Und ich glaube, ich mag Psycho 2 immer noch so ein bisschen lieber. Ich sehe das, was du eben sagtest, also dieses auch hin- und hergerissen sein, diese Schizophrenie, die Psycho 2 so inne liegt zwischen, ja, wir wollen jetzt ein ernstzunehmender Film sein, aber auch gleichzeitig so ein bisschen dreckig. Also es gibt schon fummelnde Teenies im Kohlekeller, aber dann eben auch sowas wie ja ernstzunehmendes Psychogramm einer psychisch gestörten Persönlichkeit. Das ist eben ist eben schwierig zu vereinen. Und wenn ich mich recht erinnere an unsere Unterhaltung, kam ich, glaube ich, mit der Psycho 2 streckenweise so auf dieser seriösen Schiene ganz gut klar. Dann im Mittelteil hat sich für mich so ein bisschen verloren zwischen, ja, was willst du eigentlich filmen? Du zeigst mir eben die Fummel-Teenies, aber gleichzeitig eben auch Norman, wie er leidet unter den Ereignissen. Und Käse-Sandwich. Genau, und dann gegen Ende wird es dann eben auch richtig, also ähnlich sleazig wie alles, was wir in Psycho 3 sehen. Das war eben auch so ein bisschen verquerer Mix und auch ein bisschen zu lang, aber zumindest einigermaßen ambitioniert. Und Psycho 3 lässt eben den Großteil dieser Ambition eben fallen und sagt, okay, wir machen relativ geradlinigen Slasher-Film. Wir machen Norman Bates, also war jetzt mein persönliches Empfinden, noch ein bisschen sympathischer, als er in den vorherigen Filmen ja war. Ja, ja. Und das ist eben, also mich unterhält das sehr gut, aber ich gehe emotional dann nicht so wirklich mit. Im zweiten hatte ich noch mehr emotionale Anknüpfungspunkte, vor allem an Norman, als jetzt eben hier, wo ich schon so das Gefühl habe, also mich immer öfter da saß und dachte einfach, ja, im Ernstfilm, was willst du von mir? Also habe ich mich jetzt nicht zum ersten Mal gefragt, ich habe auch Psycho 3 nicht zum ersten Mal gesehen, aber jetzt wiederum in so einem Moment, in dem ich dachte, ja, tatsächlich sollen wir wirklich mit Norman mitfiebern, dass er nicht erwischt wird, wenn er einfach unschuldige, was sind das, Rugby-Football-Fans da mordet oder gut, keinen Stolz, wenn Jeff Fahey, da Duke, Dwayne umgebracht wird, der vergewaltigende Musiker, Rocker, wie auch immer. Aber auch diese Liebschaft zwischen Maureen und Norman. Ich war mir nicht so sicher, ob der Film wirklich von mir erwartet, dass ich das ernst nehme, weil er schon relativ viel investiert. Ja, ja. Also Ernsthaftigkeit, auch durchaus große Posen. Ich bin mir nicht sicher. Also der Film hat mich etwas ratlos zurückgelassen. Ich habe mich durchaus amüsiert, aber es ist wenig hängen geblieben. Also und vor allem keine eindeutige Haltung in Sachen, soll ich dich jetzt ernst nehmen, Film, oder willst du einfach, dass ich mich mit dir über das ganze Psycho-Universum lustig mache? Und auch Norman Bates als Figur. Also das lustig machen habe ich tatsächlich nicht gesehen. Also ich glaube, nein, das ist zu viel gesagt, ja. Ich nehme das zurück. Also die großen Gesten und die leichte Ratlosigkeit, das kann ich auf jeden Fall total nachvollziehen. Ich glaube aber, dass der Film versucht, zumindest an den Stellen, wo er genau das umsetzt, ich glaube, da ist er empathisch in irgendeiner Form und macht dir wirklich ernstzunehmende Gedanken, wo geht's denn lang mit Norman? Ne? Also im Prinzip ist es nicht so, als würden die Vorgänger das wirklich ernsthaft unterstützen, aber er macht jetzt im Prinzip die Idee auf, dass die Geschichte wie in einer Trilogie, ja, also ne, der dritte als Ende quasi, was ja nicht stimmt, aber bitte, sagen wir mal so die Menschwerdung von Norman irgendwie oder die Heilung von Norman oder das sich Lossagen von der Mutter halt schildert. Was nicht unbedingt so die Grundaussage der anderen beiden Filme ist. Vor allem nicht des ersten und beim zweiten eigentlich genau das Gegenteil davon. Das, ich glaube, es kommt nicht von irgendwo her, dass eben Maureen eben eine gescheiterte Nonne ist. Ja. Dass sie mit ihrer natürlich in sehr komischen Quasi-Religiosität von Slasher-Filmen quasi als reine Seele da irgendwie in das Leben von Norman kommt und eher aber es ist der Sieg quasi erretten
soll und kann ja. in irgendeiner Form. Ja. Und durch ihre Aufopferung, durch ihren Tod, kann sich dann praktisch Norman letztlich überhaupt erst von seiner Mutter lossagen. Ah. Ja, mit Ausnahme natürlich der allerletzten Szene. Spoiler. Aber ich glaube, das versucht Psycho 3 tatsächlich in irgendeiner Form zu vermitteln. Hm. Und da finde ich ihn gar nicht mal, ich finde ihn nicht doof dabei, ganz im Gegenteil. Nein. Es ist weit davon entfernt, wirklich originell oder clever zu sein. Aber zumindest ist der Film subtil genug dabei, um einem das nicht auch noch, was ich gerade versucht habe zu sagen, keine Ahnung, durch den Sheriff sagen zu lassen oder sowas. Ja, ja. Und er spielt halt mit diesen Konventionen, die halt ein Slasher-Film anno 86 halt auch schon so mitbringt. Ja. Und kann sich einigermaßen darauf verlassen, dass das Publikum das versteht. Ja, und dann, richtig. Und dann natürlich einfach nur so ironische Momente, wie dass eben Norman mit dem Messer in der Hand und der Perücke auf dem Kopf von Maureen halt für die Jungfrau Maria gehalten wird. Ja, das ist auch einer, also Stichwort, der Film ist nicht doof, ich stimme dir absolut zu, das ist eben auch für mich einer dieser absolut nicht doofen, sondern ehrlich gesagt sehr, sehr schlauen Momente, also überhaupt diese ganze Handlungswendung, oder ich möchte nicht sagen, es ist kein Twist, aber es ist so ein bisschen narrativer Hakenschlag in dem Sinne, dass wir natürlich jetzt erwarten, die Dinge gehen ihre üblichen Wege, Maureen steigt bei ihm ab und wird dann früher oder später das Zeitliche segnen, aber es kommt eben, also die Dramaturgie nimmt ja einen erstaunlichen Gang, wir haben plötzlich eine Liebesgeschichte, weil Maureen sich dazu entschließt, ihr eigenes Leben zu beenden, sich die Pulsadern aufschneidet in der Badewanne und wir sehen, ob diese Montage aus Norman schleicht sich an, im Kostüm seiner Mutter und sie sitzt eben mit aufgeschnittenen mit aufgeschnittenen Handgelenken in der Badewanne und sieht eben da Norman Bates im Kostüm seiner Mutter nahen und sieht dann eben, hat dann eben diese Vision der Jungfrau Maria, was dazu zur Folge hat, dass eben Norman Bates, der sie gerade beim Ableben beobachtet, denkt, oh shit, ich sollte sie vielleicht besser retten und dann eben Schnitt zur quasi schon geschehenen Rettung und der Sheriff, der neben ihrem Bett steht und sagt, sie hätten einen Schutzengel bei sich. Ja, ja. Und das dann eben auch über diesen Umweg zu dieser Liebesgeschichte führt. Und das sind eben alles so sehr interessante Fässer, die der Film da aufmacht und sehr interessante Figurenkonstellationen. Auch so unglaubwürdig ich Norman Bates als Love Interest finde, abgesehen von der Tatsache, dass er 20, 25 Jahre älter ist als Maureen, ist eben ja auch so ein bisschen creepy einfach immer doch, obwohl er ihr Leben rettet. Mhm. Aber gut, man könnte argumentieren, sie ist eben wahrscheinlich Zeit ihres Lebens eine Nonne gewesen, hat nicht viel erlebt und nicht viel gesehen. Vielleicht sucht sie eben genau diese väterliche Figur. Diese väterliche Creep-Figur, ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall so ein interessanter Weg, den er die Handlung beschreitet. Und ich war wirklich enttäuscht davon, als sie dann so völlig unglamourös das Zeitliche segnet am Ende des Films. Weil das war so, ja, okay, dafür all der Terz. Und damit hat sich der Film so ein ums andere Mal so ein bisschen, ja, mit mir vergrätzt einfach. Also er hat mir auf Sachen Lust gemacht, von denen ich hoffte, dass sie da noch kommen. Und er endet dann eben relativ konventionell mit, ja, dem Ableben der meisten Figuren und eben am schlussendlich der Festnahme von Norman und diesem letzten Bild, was ich sehr schön finde, da wo er offensichtlich geschafft hat, trotz irgendwie seiner Festnahme irgendwie da doch die abgetrennte Hand seiner Mutter mit in den Polizeiwagen da zu schmuggeln. Ja. Aber es ist so ein, ja, wieder mal ein Film der nicht eingelösten Versprechen für mich so ein bisschen. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das Versprechen, das der Film ja macht, und ich verstehe dich da total, aber das Versprechen, das er macht, gerade weil er versucht, eben Norman so sympathisch rüberkommen zu lassen und weil er eben so viel investiert in die Beziehung zu Maureen, dass er sich eben im Prinzip, also dass er eben seine Psychose halt in irgendeiner Form halt in den Griff bekommt. Mhm. Und wenn sie dann ablebt, wie Arbogast, also mehr oder weniger die Treppe runterstürzt, aber dann eben an diesem, also ausgerechnet natürlich auch an diesem Amor-Pfeil sich ja aufspießt. Ich meine, das ist, also sagen wir mal, von der Symbolik her ist das in etwa so subtil wie, naja, wie der Tommy-Film. Also wie die Schaufel über Emma Spools Hinterkopf im ja, oder Teil, so, ja, oder sowas, ja. Und genau, jedenfalls, aber ja, das bringt das halt alles so in Gang. Von daher löst er das ja schon in gewisser Weise ein, was er versucht hat aufzumachen. Mhm. Nämlich eben, Norman kann sich am Ende von der Mutter lösen, indem er halt die Leiche
zerfleddert. Und das ist natürlich auch das Perfide, dass der Sheriff, der hier, glaube ich, noch ein bisschen dämlicher ist als im zweiten Film. Oh, wobei ich mich freue, dass er den gleichen Schauspieler gekriegt hat. Ja, immerhin, ja. Hm. Ja, aber dass er eben sagt irgendwie, Mensch Norman, ne, habt ihr vertraut und all das, konntest das nur machen, jetzt lassen sie sich nie wieder raus. Und eben Norman dazu sagen kann, ja, aber ich werde aber frei sein, weil er sich von seiner Mutter losgesagt hat, was ja dann gleich wieder in der nächsten Einstellung ad absurdum geführt wird. Ja. Ich befürchte, ich kann zu Psycho 3 gar nicht so viel sagen. Ich finde es interessante Idee. Ich glaube auch anno 1986 und ja, ein Sequel später konnte man wahrscheinlich auch nicht viel mehr da rausholen. Ich finde interessant, dass ausgerechnet das hier jetzt unter der inszenatorischen Hand von Anthony Perkins entstand, weil es ja auch schon mal, ich meine, er hat das Drehbuch nicht verfasst, aber schon, glaube ich, auch so zumindest wahrscheinlich zum Teil widerspiegelt, welchen Blick er selber auf die Figur hat, die er zum Teil mitgeschaffen hat. Ja, natürlich. Und das ist so einer, den ich eben nicht in allen Belangen teile. Und da liegt, glaube ich, für mich so die Schwierigkeit, Zugang zu dem Film zu finden. Aber wie gesagt, abgesehen von der Schwierigkeit, ich habe unglaublichen Spaß gehabt. Also als Slasher-Film mit sehr, sehr vielen auch, jetzt nicht nur Anleihen und also Referenzen an die eigene Reihe, sondern eben auch an andere Filme. Also allein dieser Vertigo-inspirierte Prolog, der ganz toll ist hier mit Ja. Der eben sehr an Judy bzw. Madeleines, Spoiler für Vertigo, mal kurz nicht hinhören, wer Vertigo nicht gesehen hat, also an Judy bzw. Madeleines in Vertigo vorgetäuschten Selbstmord erinnert, ja. in diesem Nonnenkonvent. Das ja, ist schon, und das nicht, schon nicht nur vorgetäuschten Selbstmord, sondern den tatsächlich das tatsächliche Ableben, ja, weil sie fällt ja runter, weil sie halt diese Nonne da im Schatten sieht. Richtig. Ja. Ja, es ist ziemlich cool, tatsächlich. Ich meine, ganz ehrlich, dass Patsy, es ist ja, genau, Patsy da auf der Toilette umgebracht wird, ist natürlich, es ist einer der wenigen Referenzen an den ersten Film, die ich tatsächlich ganz witzig finde, weil es ja damals wohl zumindest in den USA einen großen Aufschrei gab, dass da eine Toilette zu sehen war, die war auch noch offen und wurde auch noch gespült. Mhm. Ja, und jetzt im dritten Film, mehrere 20 Jahre später sehen wir dann, wie eine eben tatsächlich auf der Toilette sitzt und ihr Geschäft verrichtet, um dann da umgebracht zu werden mit Blut aus Wunden und allem. Das fand ich tatsächlich ganz nett. Aber als Referenz halt. Ich habe dich unterbrochen, entschuldige. Nee, überhaupt nicht. Wie glaubwürdig fandest du oder nachvollziehbar war es für dich, dass Maureen Coyle Norman an Marion Crane erinnert, weil ich meine, der Film gibt es hier alle Mühe und es ist technisch sehr, sehr gut gemacht, also mit diesen Schnitten da zum 1960er Film und ja, dann eben auch dieser Überblende vom Schwarz-Weiß-Material auf hier Diana Scarvett, der Schauspielerin, die hier Maureen Coyle spielt in Schwarz-Weiß, dann auf Farbe und dann quasi in der Marion Crane nach ihrem Ableben unter der Dusche Pose. Also das ist schon irgendwie cool gemacht, aber ich wäre jetzt nicht so drauf gekommen, ehrlich gesagt, als ich die Schauspielerin sah, weil sie hat jetzt nicht die große Ähnlichkeit. Nein, überhaupt nicht. Ich hatte eigentlich eher das Gefühl, dass sie mehr Ähnlichkeit hat mit McTilly. Ja. Aus dem Film davor. Also das hätte ich tatsächlich wahrscheinlicher gefunden, dass sie ihn an Mary Loomis, die McTilly-Figur halt aus dem zweiten Film. Dass wenn sie genau so gedreht hätten, dass Maureen sie an ihn an Mary erinnerte, dann hätte ich das für wahrscheinlicher gefunden, als ausgerechnet an Marion Crane. Sei es drum, möchte ich mal sagen. Also ich glaube, daran habe ich mich nicht so wirklich gestört, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, es ist ja nicht so, als würde Emma Spool irgendwie aussehen wie Mrs. Bates. Ja, also da ist Norman offenkundig nicht so. Ja. Und es ist ja technisch gut gemacht. Also es ist ja tatsächlich, also die emotionale Resonanz ist ja auch da. Also vor allem am Ende diesen Needle Scratch auf der Tonspur finde ich ja immer ganz scharf. Also wenn da tatsächlich Norman aus seiner Vision von Marion Crane so hochschreckt und ihn irgendjemand da im Restaurant im Diner anrempelt mit, hey Norman, was ist los? Mhm. Und dann so auf der Tonspur. Also überhaupt die Tonspur fand ich toll. Also Carter Burwell hat den Score geschrieben, also der Komponist, der auch, glaube ich, bis zum heutigen Tag fast alle Coen Brothers Filme vertont hat. Und ich glaube, vorher auch nur Blood Simple gemacht hat, also bevor er Psycho 3 gemacht hat oder nur ein, zwei andere Filme. Ich finde, das ist, also was der hier so macht an variantenreichen Score, hat mir richtig gut gefallen. Also da gibt es diese sexy Saxophones, da gibt es Kinderchoräle, Nonnenchoräle, da gibt es so Drum-Computer-Sounds. Also es ist sehr, sehr, nicht alles hat mir gefallen, aber es ist unglaublich variantenreich. Also hat er gesagt, so, ich eklektisch gerade so. Ja. ich finde, ich, ja,
Ja, ich fand ihn okay, den Soundtrack tatsächlich. Ich hätte mir tatsächlich ein bisschen mehr, also da hätte ich mir tatsächlich gerne ein bisschen mehr Anleihen an Bernard Herrmann gewünscht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil irgendwie gehört es einfach dazu. Also, wie das ist das dritte Mal, dass wir Nightmare erwähnen oder dass ich Nightmare erwähne. Aber also Nightmare on Elm Street Film ohne 1, 2, Freddy kommt vorbei, kann ich mir nicht vorstellen. Von daher hätte ich es schon irgendwie gerne gehabt. Ja, es ist was völlig anderes. Das macht doch die Reise interessant, zumindest bis inklusive dem dritten Teil, dass sie eben wirklich hier versucht haben, ästhetisch nochmal irgendwie so ein bisschen jedes Mal was Neues zu machen. Der erste ist ja für seine Zeit sehr, sehr unkonventionell und bahnbrechend in vielerlei Hinsicht gewesen, inhaltlich wie ästhetisch. Der zweite ist eben so wirklich fast schon ein B-Movie mit einem A-List, Cast und Crew, also wirklich Jerry Goldsmith schreibt die Musik und Tom Holland schreibt das Drehbuch und hier Dean Cundey an der Kamera. Also wirklich namhafte Menschen, die eigentlich ein B-Movie machen. Und der dritte ist jetzt so, also es ist verspielter, hat doch ein deutlicheres so Commitment zu seinen sleazigeren Wurzeln, also denen er auch so folgt und auch dem, den Genres, also diesem Subgenre des Slasher-Films, das er so für sich auch ein bisschen adaptiert. Aber also ich finde es interessant, möchte ich sagen. Also ich weiß das durchaus zu schätzen an den Filmen. Sie machen mir deswegen eben auch Spaß. Ich habe nicht das Gefühl, wie bei anderen eben rein, und wir werfen oft den Begriff des Slasher-Films hier rein. Also gerade viele Slasher-Filme rein sind immer nur Variationen des ewig gleichen und machen deswegen überhaupt keinen Spaß. Und Psycho 3, auch wenn ich hier nicht für vollkommen gelungen halte, muss ich sagen, ist eben noch so variantenreich und so anders, auch als die Vorgänger, auch wenn er inhaltlich mir wirklich nicht mehr viel zu erzählen hat. Aber einfach in der Art und Weise, wie er es erzählt und auch wie bekloppt er dabei manchmal ist, dass er mir eben trotzdem Spaß macht. Also ich ziehe in Psycho 3 jedem Friday the 13th Teil 6 oder so vor. So weit kann ich dann doch gehen. Ja, sehr schön. Also jetzt, ich hab auf jeden Fall viel Spaß. Ich erinnere mich eben auch wirklich gern daran, wie ich eben, in welchem Kontext ich das eben damals gesehen habe und so. Und ich freue mich. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir hatten es vorhin so ein bisschen, ich weiß nicht, abschätzig ist vielleicht nicht das richtige Wort, abschätzend gesagt, aber ich finde es eben tatsächlich ganz, ganz toll, dass ich eben Anthony Perkins so viel Gedanken über diese Figur macht und offenkundig ja auch ein persönliches Interesse daran hat, dessen Geschichte halt weiterzuerzählen und vielleicht eben auch zu einem Ende zu bringen in irgendeiner Form. Und das ist, ich meine, wenn man das mit anderen Leuten, die halt so mit ihrer Rolle verwachsen sind, wie, keine Ahnung, Leonard Nimoy oder sowas, vergleicht, dann finde ich das halt schon irgendwie faszinierend, dass das eben Anthony Perkins gesagt hat, okay, nein, ich möchte gerne meine Idee von Norman quasi noch mal zeigen, bevor es vielleicht zu spät ist. Ja, also, Hint, Hint. Perkins hat auf jeden Fall eine Menge Spaß. Das ist immer ein Riesenplus, wenn man das Gefühl hat, die Beteiligten haben ihren Spaß dabei. Und ich glaube, Perkins strahlt wie so ein Honigkuchenpferd in jeder Szene. Also selbst wenn er mal nicht lächelt, ist er, glaube ich, innerlich am Strahlen. Und also das schönste Lächeln, abgesehen von der finalen Einstellung, gibt er Preis, als hier der Sheriff am blutigen Eiswürfel da lutscht. Ja. Einer der widerlichsten Momente überhaupt des 80er-Jahre-Kinos. Also es ist so ein ganz kleiner Moment. Ja, aber der ist wirklich, ja, der ist doch. Aber es ist, ja, und das stimmt natürlich. Und, wobei da das Lächeln so ein bisschen daran erinnert, wie wenn Norman grinst, weil das Auto im Sumpf versinkt. Das ist so in etwa die gleiche Ebene, auf der das auch funktioniert. Ja, aber cool. Also ich habe mich einfach gefreut, den zu sehen, ja. Also Mrs. Spool ist schon ganz schön bröckelig. Also wenn der Film tatsächlich, das spreche ja dafür, weil du das in Frage gestellt hast, vielleicht auch zu Recht, dass der Film vielleicht doch später spielt, also mehrere Monate nach den Ereignissen des ersten Teils. Also Mrs. Spool wirkt nicht mehr ganz taufrisch. Also Norman beherrscht ja offensichtlich die Kunst der Taxidermie, aber also mit den Vögeln hat er ein bisschen mehr Geschick als jetzt mit seiner leiblichen Mutter. Die sieht schon, also die lässt sich am Ende relativ leicht zerlegen. Also Ja, überhaupt, das ist für mich eines der. die dann letztendlich auch gar nicht seine leibliche Mutter ist, muss man auch mal kurz Ja, natürlich. Das kommt dann alles raus in diesem Exposition-Dump von der Journalistin. sagen.
Das ist die eigentlich nur in den Film ist, um genau diesen Dump vorzunehmen, oder? Also ich muss ja sagen, wir haben uns ja mittlerweile, also nicht erst seit dem Podcast, schon viele Jahre zuvor mit diesen ganzen Genre-Mechanismen so angefreundet. Ich habe mittlerweile richtig Spaß daran, weil wenn man weiß, was kommt, ich in dem Moment auch damals, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, ich habe den eben in sehr viel reiferem Alter gesehen, als du es damals mutmaßlich getan hast, wusste ich, was da kommt. Ich dachte, diese Figur ist genau dafür da, uns nochmal Zuschauern am Ende die Handlung zu erklären. Und genauso kommt es dann auch. Also Norman steht dir gegenüber mit erhobenem Messer und sie so, Achtung, ich erkläre dir jetzt mal was. Und während der Flucht irgendwie gibt sie eben all die Sachen wieder, die sie da ermittelt hat und die wir unbedingt wissen müssen. Aber naja, es nützt ihr nichts. Nee, es ist schön. Und wie gesagt, also ausgestopfte Tiere ist ein tolles Motiv. Der erste Auftritt von Norman ist spitze, also habe ich mir hier noch notiert, das ist glaube ich mein liebster Moment, in dem er so an diese Vogeltränke rantritt, wo er vergiftete Körner ausgelegt hat und dann eben diese toten Vögelchen einsammelt. Das ist mal ein guter erster Auftritt. Mhm. Ja, jetzt bin ich an dem Punkt, an dem ich sage, ich weiß gar nicht mehr so genau, was ich darüber habe. Nö, ich auch nicht, das war's. Ja, ich finde den echt süß. Mag den Bis zum vierten, da werden wir da wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel Spaß haben. Aber mal gucken. Und da kommen ja auch noch drei, so ist ja nicht. Ich dachte, wir kommen drumrum, aber okay. Also du meinst, wir sprechen noch eines Tages über diesen TV-Film? Ja, klar. Und über Gus Van Sant auch. Ja, über den auf jeden Fall. Bei dem anderen, naja gut. Lad mich nochmal zu einem Bier ein vorher, bevor wir das machen. Ja, währenddessen, oder? Ja. Völlig ohne Alkoholeinfluss frage ich dich jetzt, wo kann man dich denn online finden, wo man auch deine Kunst erwerben kann? Und bitte hört uns zu, weil nicht jetzt wegdrücken, das ist ganz wichtig. Also ich finde eigentlich auch, ja. Ich meine, es ist zwar nicht so, als würde ich jemals irgendwie was anderes sagen, offenkundig, aber man kann natürlich auf alinafox.de gehen und dort kann man den Shop betätigen und dort kann man dann tatsächlich Comics von mir kaufen, die ich persönlich signiere und rüberschicke mit der Zeichnung dazu, wenn denn das so gewünscht ist. Viel mehr ist auf der Seite nicht drauf. Aber bei comicwerk.de, da kann man dann auch mal tatsächlich sehen, was ich so zwischendurch gezeichnet habe, was man dann eben kauflich erwerben kann. Wenn man diesen Podcast unterstützen will, dann kann man das über Patreon und Steady tun. Ich muss die Links nicht sagen, die findet man auf bahnhofskino.com oder man ergoogelt sie sich einfach. In diesem Monat gibt es eine Bonus-Episode zu Zombie 3, sehr lustiges Gespräch mit dem André Wenzel zu einem nicht so tollen Film. Wir haben ihn geguckt, damit ihr es nicht wisst. Und ich glaube, das sind lohnende 80 Minuten. Ansonsten gibt es ungeschnittene Episoden und Previews und alles Mögliche für Supporter. Wer keine Kohle hat, bitte einfach uns nett bei iTunes bewerten oder bei Stitcher folgen oder bei, ich weiß nicht, bei Spotify abonnieren, was es eben alles so gibt. Lasst mal einen netten Tweet über uns raus oder einen netten Facebook-Kommentar oder bloggt über uns. Keine Ahnung. Wir haben keine Kohle und zu wenig Aufmerksamkeit. Teilt euren Freunden mit, dass man uns hören sollte. So, das war's. Ich möchte mich auch gar nicht so gerne über hier Honig in meinen eigenen Bart schmieren, sondern viel lieber über American Psycho reden. Ja, lass uns das tun. Ein Filmgespräch, auf das ich mich sehr gefreut habe, muss ich sagen, lange, lange Zeit. Und das fällt ja so, naja, also steht mit einem Fuß, möchte ich fast sagen, so in unserer Skandalfilm-Ecke. Ich war mir nicht ganz sicher, ob wir den nicht vielleicht sogar im Rahmen unserer Skandalfilmreihe machen sollten, genauso wie Anno vor ein paar Wochen Psycho. Dann erschien er mir doch nicht als skandalös genug, weil der eigentliche Skandal war ja beim Erscheinen von American Psycho der Film bereits verklungen, möchte ich sagen. Der Skandal war eigentlich eher das Buch. American Psycho von Mary Harron nach dem Roman von Bret Easton Ellis. Das Drehbuch schrieben Mary Harron und Guinevere Turner, die auch eine kleinere Rolle hat. Wenn ich ihre Namen falsch ausspreche, sei es mir hoffentlich verziehen. Ein Film, der eine lange Pre-Production-Historie durchlaufen hat, mit zeitweise sehr viel prominenter Besetzung und einem Budget von angeblich 60 Millionen Dollar mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle, als dieser Film verfilmt werden sollte und dann am Ende eben wieder bei Mary Harron landete. Und eben eine relativ klein budgetierte Produktion zwar von Lionsgate mit dem damals nicht unbekannten, aber noch wenig bekannten Christian Bale in der Hauptrolle, der ja angeblich für den das auch so ein Herzensprojekt war und der sich viele, viele Monate intensiv auf die Rolle vorbereitet hat. Wie er es ja gerne mal so tut. Damals war das noch nicht ganz so ausgelutscht. Heute ist man mittlerweile mehr so geht es in Richtung Augenrollen, wenn ich dann höre, ach, Christian Bale hat sich wieder 20 Kilo angefuttert oder 40 Kilo abgenommen. Aber damals, ja, doch, eine echte Leistung. Und die hat auf jeden Fall Bestand, kann ich schon mal vorweg schicken, zumindest meiner Meinung nach.
Inhaltsangabe von Moonshade. Da ist er wieder. Ja, er schreibt, Patrick Bateman ist ein Mann der 80er, ein erfolgreicher, dynamischer Yuppie. Oder Yuppie? Yuppie, würde ich sagen. Ich würde auch Yuppie sagen. Wichtig sind in seinem Leben nur ausgesuchte Dinge. Immer der neueste Anzug, die exklusivsten Visitenkarten, die Reservierung im Restaurant seiner Wahl. Seine Kollegen sind ihm ähnlich, genauso oberflächlich, genauso leer, doch es gibt einen wichtigen Unterschied. Patrick Bateman hat sich zur Bewältigung seiner inneren Leere zum stilvollen Serienkiller entwickelt, der reihenweise Prostituierte in seinem Apartment zerstückelt und auch vor Kollegen nicht Halt macht. Die Polizei ist ihm schon auf der Fährte, doch in der gestalten Yuppie-Welt verschwimmen Schein und Wirklichkeit zu einer undurchdringlichen Melange. Och, das hat er aber hübsch geschrieben. Mensch. Ja, bin mir nicht ganz sicher, ob ich mit einigen seiner Deutungen so komplett zufrieden bin, aber ich glaube, ich kann mich erstmal stehen lassen. Ja. Wie ist deine persönliche Geschichte mit dem Film? Hast du eine oder hast du ihn jetzt kürzlich zum ersten Mal gesehen? Ich hatte ihn vorher noch nicht gesehen, nein. Ich wollte ihn immer mal sehen, aber irgendwie hat sich es nicht so richtig ergeben. Dann kam ich irgendwann an den Punkt, wo ich dachte, vielleicht sollte ich erstmal das Buch lesen, aber das hat mich eigentlich nie so richtig angesprochen. Also ich habe ihn nie gesehen und mittlerweile habe ich mir eigentlich Christian Bale übersehen. Mhm. Von daher hatte ich eigentlich keine größeren Ambitionen, sag mal so aus Jux und Dollerei. Aber es war mir immer schon klar, dass das auf jeden Fall einer von diesen Filmen ist, die wir irgendwann mal im Podcast haben werden. Und jetzt ist es soweit. Nun ist es soweit, ja. Ja, ich freue mich sehr. Ich habe eben eine sehr viel längere Geschichte mit dem Film, aber eben vor allem dem Buch. Ich meine es auch hier und da schon mal angedeutet zu haben, also das Buch war für mich als damals noch nicht ganz Volljähriger sowas wie der heilige Gral, literarische Gral, an den es unbedingt ranzukommen galt. Und ich habe mich total gefreut, über den Umweg der Studienfahrt nach England damals, nach Südengland, an das Buch endlich rankam. Das war tatsächlich auch schon in einem Alter, da war ich 18, 97 war es, da hätte ich auch auf ganz regulärem Wege über die Buchhandlung meines Vertrauens an diesen Roman rankommen können. Denn er war ja nur indiziert, nicht verboten, also beschlagnahmt. Hieß einfach, also man konnte ihn unter dem Ladentisch durchaus verkaufen. Aber ich habe den Teufel getan und mich getraut, in eine Buchhandlung zu gehen und zu sagen, hier, geben Sie mal diesen Brutalinski-pornografischen Roman bitte. ging einfach nicht. Und hab mir den aus England geholt, hab den mitgenommen, auf der Heimreise bereits zur Hälfte verschlungen, zu Hause fertig gelesen. Und ich muss sagen, er wurde seinem Ruf gerecht. Ich fand ihn damals, das ist schwierig jetzt, ist so ähnlich wie wenn man jetzt als plötzlich erwachsener Mensch über Catcher in the Rye redet oder Steppenwolf. Das sind eben so Bücher, glaube ich, die funktionieren in einem gewissen Alter sehr gut und jetzt wahrscheinlich heute für mich gar nicht mehr. Würde ich jetzt heute wahrscheinlich American Psycho lesen, würde ich mir oft denken, ja, okay. Ich weiß nicht, ich habe Catcher in the Rye gerade vor ein paar Monaten gelesen, zum allerersten Mal, weil ich dann in der Schule nie dazu kam. Ich fand es ziemlich toll. Okay. Aber das Lieblingsbuch über aller Psychopathen, hat man so das Gefühl. Ne? Vielen Dank. Nein, ist so. Also ich würde es ja, also wenn Mark Chapman unter anderem hat es ja, glaube ich, gelesen, John Lennon umgebracht hat. Ja. Ja, sie haben ihn festgenommen, sitzend auf einer Bordsteinkarte mit Catcher in the Rye in der Hand. Und es gibt auch andere Serienmörder auch, die Catcher in the Rye als ihr Lieblingsbuch bezeichnet haben. Deswegen gibt es auch diese interessante Theorie, dass da irgendwas drin steckt, was Leute zu üblen Taten veranlasst, aber was natürlich ziemlicher Bullshit ist. Aber was natürlich totaler Bullshit ist. Aber es hat natürlich was mit einer sehr unfertigen Person zu tun, die sehr, sehr selbstzentriert ist. Vielleicht hat das was damit zu tun. Mhm. Egal. Ist ein ganz anderes Thema, ja. ja, das Buch wurde seinem Ruf gerecht für mich. Hat mir Spaß gemacht. Ist wahnsinnig langweilig, muss man einfach sagen. Es passiert unglaublich wenig in dem Buch, wie auch in dem Film, wenn man es einfach nochmal so für sich rekapituliert, die Handlung feststellen muss, ist es nicht besonders interessant. Also da ist irgendwie kein besonders spannender Krimi-Plot drin. Die meisten Handlungsstränge beginnen irgendwie mittendrin und enden irgendwo, aber nicht an einem Punkt, der irgendwie in einer Weise befriedigend ist. Und das Buch ist eben ähnlich. Also es sind Seiten um Seiten um Seiten. Ja, wie die Landschaftsbeschreibung bei Tolkien sind es eben in Bret Easton Ellis Buch die Beschreibung von Markenanzügen und Wodkaflaschen und Restaurants und allen möglichen Luxusartikeln. Das ist etwas, was im Film ein bisschen fehlt, auch weil einfach man nicht sich die Markenrechte sichern konnte für den Film. Aber was im Buch eben unglaublich gut geht, dass er eben seitenlang über einen Armani-Anzug schwadroniert und solche Geschichten eben. Der Film verkürzt das alles so ein bisschen, aber im Buch ist das eben alles noch intensiver und auch nervtötender, aber dadurch eben auch nochmal so ein bisschen enervierender und irgendwie wirkungsvoller.
Und dann, also das Wichtige an dem Buch war ja natürlich für mich, also beziehungsweise das, was worauf ich irgendwie heiß war, die ganzen Szenen, weswegen man das Buch dann eben zwischenzeitlich auf den Index gesetzt hatte, ist es mittlerweile nicht mehr. Und ich muss sagen, das ist echt harter Tobak und das würde ich auch in keinem Film so sehen wollen. Der Film gibt so ein bisschen Hinweis darauf, was im Buch vorkommt, in dem Moment, in dem eben Gene am Ende des Films so diese Notizbüchlein davon Patrick Bateman durchblättert und eben all diese Krakeleien sieht. Und man kann sich dann einfach dazu denken, ja, das wird im Buch dann tatsächlich seitenweise beschrieben, was da passiert. Also inklusive Tiere in Körperöffnung einführen und Menschen von innen auffressen lassen und so. Also das ist unangenehm. Mhm. Und dann verging ganz lange Zeit und ich habe das Buch mittlerweile vergessen und dann kam American Psycho raus und er hat eigentlich keinerlei Skandal provoziert, ganz im Gegenteil. Ich glaube, die Leute waren auch nicht so hin und her gerissen in ihrer kritischen Wahrnehmung wie bei dem Buch, wo viele sagten, ja, ist der letzte Schund und die andere Fraktion sagte, ja, ist ganz tolle, hohe Literatur. Beim Film waren sich alle relativ einig, der ist relativ großartig, war so war meine Wahrnehmung. Aber wie geht's dir? Also ganz abgesehen davon, dass ich zumindest was die Wikipedia weiß über die Wahrnehmung des Films, war das, glaube ich, nicht ganz so ganz so deutlich. Mhm. Also gerade nachdem er irgendwie in Sundance rauskam, waren wohl einige schon der Meinung, dass er irgendwie entweder einfach so glorios scheitert in dem Versuch, irgendwie das darzustellen, was das Buch eben offenkundig bringt, oder aber eben einfach ein bisschen öde ist oder vielleicht einfach komplett misogyn. Also von daher hatte ich, so als Außenstehender, hatte ich irgendwie nicht das Gefühl, dass das halt wirklich alles so eindeutig ist. Wobei natürlich mir schon klar ist, dass der Film mittlerweile auf jeden Fall einen gewissen Kultstatus zumindest genießt. Mein eigener Eindruck war, ich fand ihn schon sehr, 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 sehr gut, jetzt so spontan. Ich hatte Spaß ist nicht das richtige Wort, glaube ich, aber ich dachte schon zeitweilig, boah, der ist ganz schön böse, ne? Also so von seiner satirischen Kritik her erinnerte er mich sogar so ein bisschen an bezogen auf eine andere Szenerie, auf ein anderes Umfeld, aber ich musste so ein bisschen an Shock Treatment denken. Einfach so in diesem wo ich irgendwie so, ihr seid aber auch gemein, ne? Also immer da, wo es weh tut. Vielen Dank. Macht mir gerade kein gutes Gefühl. Genau, aber das fand ich halt spontan sehr gut. Ich meine, Christian Bale ist brillant. Also, das muss man ihm mal ganz ehrlich lassen. Er ist sich auch vor allem nicht zu doof, irgendwas zu tun. Also auch nötigenfalls, also ich meine, wenn das alles nicht funktioniert hätte, oder Mary Harron vielleicht eben auch nicht so eine gute Regisseurin wäre, hätte die Performance auch komplett seine Karriere beenden können. Ich sehe da halt ganz viele Punkte, wo ich irgendwie denke, wow, dass du dich das traust, ist erstaunlich. Aber ist halt so eine, ja, ist eine von diesen Momenten, glaube ich, wo sich halt unter Beweis stellt, ob sowas halt angenommen wird oder nicht. Ich habe noch ganz viele andere Gedanken dazu, vielleicht kommen wir dazu auch noch. Ich fand den Film selber relativ langweilig im Sinne des Plots tatsächlich. Ja. Also das, was man so als Plot identifizieren kann, hat mich nicht so richtig mitgenommen. Ich war halt tatsächlich mehr interessiert eben tatsächlich an der Performance von Christian Bale oder einfach auch an den Themen, die da gezeigt werden oder den Thesen, die da verhandelt werden. Wobei ich mich auch ein ganz kleines bisschen gefragt habe, wie aktuell ist das eigentlich alles? Wenn man halt im Jahr 2000 einen Film macht, basiert auf einem Buch aus dem Jahr 92, das sich bezieht auf eine Kultur der Mitte, Ende 80er, fiel mir manchmal der Bezug ein bisschen schwer, außer dass ich mich halt natürlich daran erinnern kann. Und da hatte ich halt schon das Gefühl, dass sagen wir mal, eher in der zweiten Hälfte des Films, wenn es halt ein bisschen wirr wird, ein bisschen Naked Lunch-artig, dass dann Mary Harron es tatsächlich schafft, einen Aktualitätsbezug reinzubringen. Grundsätzlicher Eindruck ist schwer, weil ich habe den Film mittlerweile sehr oft gesehen und ich glaube, wirklich so eine taufrisch unbefleckte Meinung kann ich nicht mehr abgeben, weil ich mich auch gedanklich relativ viel mit dem Film beschäftigt habe und wirklich oft geschwankt habe zwischen mag ich gar nicht so oder ist nicht so gut wie das Buch, eigentlich gefällt es mir fast besser als der Roman.
ich weiß einige Sachen sehr zu schätzen. Also alles in allem finde ich den Film hervorragend. Ich finde ihn herausragend. Will nicht heißen, dass er jemals zu meinen Lieblingsfilmen zählen wird. Aber ich finde ihn rundum bemerkenswert. Also in der Art und Weise, wie er seine Geschichte erzählt, wie er den Roman adaptiert in dieser relativ kompromisslosen Form. Es gibt ein paar Kompromisse. Ich möchte gleich noch ein paar erwähnen. Die darstellerische Leistung von Christian Bale ist, also ich möchte jetzt nicht zu hyperbolisch sein, aber ich finde sie berauschend, herausragend, außergewöhnlich gut. Also er schafft es so gut, diesen künstlichen, perfekten Menschen zu geben, dieses komplett irgendwie zur Perfektion hochgedrillte Abbild einer menschenähnlichen Figur, die aber eigentlich eher wie ein Roboter funktioniert, und gleichzeitig dann so mit einem Fingerschnipsen wieder total lächerlich zu sein und wie der letzte, ja, als das wird Patrick Bateman immer bezeichnet, im Film von anderen, die ihn nicht wiedererkennen, als Dork rüberzukommen. Ja. Sonst der allerletzte dumme Nerd, der im Grunde viel zu klein ist für die großen Anzüge und die er trägt oder den großen Namen, der auf seiner Visitenkarte steht. Und ich finde die Art und Weise, wie er das eben rüberbringt in seiner darstellerischen Leistung, wirklich grandios. Ich meine, er kriegt ja auch eine Menge Unterstützung. Er hat ein großartiges Ensemble um ihn rum. Also die ganzen anderen Schauspieler sind auch spitze. Justin Theroux hatte sowieso eine gute Zeit hier und irgendwie ein, zwei Jahre später dann mal Holland Drive. Ja. Dingens hier, Jared Leto kann das machen, was er am besten kann. Schleimscheißer spielen. Willem Dafoe finde ich gut. Ich war so ein bisschen, das ist eine meiner mittelgroßen Enttäuschungen, weil tatsächlich im Buch American Psycho ist eben der ermittelnde Detective auch ein junger Mann in eben Patrick Batemans Alter. Und was die beiden eben die ganze Zeit machen, ist so eine Art Schwanzlängenvergleich von zwei jungen, aufstrebenden Typen, die es irgendwie noch karrieretechnisch weit bringen wollen. Und hier ist Willem Dafoe eher so der allwissende Detective, von dem man immer das Gefühl hat, ach, der ist eigentlich Patrick Bateman schon einen Schritt voraus und eigentlich kurz davor, die Handschellen anzulegen. Und im Buch ist das eben überhaupt nicht so. Das ist auch die ganze Zeit immer so ein Kräftemessen, und was hier nicht so stattfindet. Ja, okay, das kann ich natürlich nicht einschätzen. Aber ich dachte auch so irgendwie, ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft durch die Präsenz von Willem Dafoe, weil ich ihn wahnsinnig gerne sehe. Aber dachte auch so bei mir, okay, das ist Star-Image jetzt gerade, was hier gespielt wird. Das fand ich eben auch tatsächlich nicht so gelungen. Ich glaube, ich hätte es nicht erwähnt, wenn du es nicht erwähnt hättest, weil es mir nicht so wichtig war. Rundum muss ich sagen, also Besetzung, Ausstattung, ich habe die ganzen weiblichen Hauptrollen vergessen, Samantha Mathis, Reese Witherspoon, Chloe Sevigny, sie super gerne. Ich finde sie so ein bisschen verschenkt in der Rolle der Sekretärin, weil ich empfinde sie immer als eine sehr autoritäre Figur, also sie hat sowas Autoritäres an sich, auch so ein bisschen was Dominantes, und ich finde so als unterwürfige Sekretärin so ein bisschen fehlbesetzt, nichtsdestotrotz freue ich mich, sie immer zu sehen in egal welchem Film. Und also grundsätzlich, ich habe mir auch die Frage jetzt wieder gestellt nach der Bedeutung des Ganzen. Habe ich mir auch damals schon beim Roman lesen. Ja, was soll das eigentlich? Wozu ist das eigentlich alles da? Was will mir der Roman, was will mir der Künstler eigentlich sagen? Was wollen mir Bret Easton Ellis oder Guinevere Turner oder Mary Harron sagen? Und ich glaube, ich weiß es so bis heute nicht so wirklich, außer den offensichtlichen Botschaften, so von wegen Oberflächlichkeit ist scheiße und in uns allen ruht vielleicht ein Killer. Und also tatsächlich habe ich, okay, ich hab da tatsächlich einen etwas anderen Blick drauf. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Aussage sehr deutlich ist, und die hat ehrlicherweise überhaupt nichts mit Killern zu tun, weil ich glaube tatsächlich die Deutungsweise, die zumindest so habe ich es mir angelesen, im Buch ja durchaus, glaube ich, möglich ist, dass das eben alles, dass diese ganzen Morde und Verstückelungen und sonst sowas, Zerstückelungen natürlich, eben unter Umständen gar nicht wahr sind, weil eben Bateman eben so ein wie sagt man, unreliable Narrator ist. Ja. Und so hatte ich das eben auch tatsächlich dann alles mehr oder weniger gesehen. Spätestens eben, wenn die Szenerie halt anfängt, halt wirklich absurd zu werden. Also wenn er eben mit seiner kleinen Erbsenpistole da irgendwie Autos zum Explodieren bekommt und der ATM ihm halt sagt, er möchte gerne eine Katze fressen. Also und eben der Hinweis dadurch, dass er eben, dass das Apartment, dass er offensichtlich Paul Ernst Apartment, wenn ich es richtig verstanden habe, dass er nutzt, um die Leichen zu verstecken. Ja, richtig. Aber ja, von der Polizei angeblich durchsucht wurde und so, und dass das dann eben renoviert wird und eben dass er halt nichts von dem findet, was er da hatte.
die Szene selber könnte ja bedeuten, oh, der Anwalt hat sich darum gekümmert. Aber ich habe es eben tatsächlich eher gedeutet mit, das ist eine Fantasie, das ist eine Machtfantasie, die er da, ja, natürlich, die er da hat. Natürlich. Hm. Von daher habe ich ehrlicherweise die Frage, was hat das alles, also was will mir der Film eigentlich sagen? Für mich war das beim Sehen so eine Art Pendant zu Fight Club. Mhm. Ein Film, der ja auch etwa zur selben Zeit rausgekommen ist. Richtig. Und das finde ich natürlich schon interessant. Also wenn ich da richtig liegen sollte, und ich müsste das vermutlich, glaube ich, noch ein bisschen erläutern, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt gerade so wesentlich ist. Aber wenn das eben tatsächlich so sein sollte, dann ist es natürlich schon interessant, dass zu der Zeit offenkundig hat ähnliche Männlichkeitsthesen einfach auch thematisiert wurden. Und dann finde ich es natürlich noch viel interessanter, halt die Perspektive zu sehen. Also beide satirisch, logischerweise, aber trotzdem Perspektive von also aus männlicher Sicht von David Fincher und dann aus weiblicher Sicht von Mary Harron. Ist nicht komplett uninteressant, damit würde ich mich gerne mal ein bisschen mehr beschäftigen. Weiß nicht, ob das heute geht. Mhm. Genau, aber auf jeden Fall diese, da gibt es halt ganz viele Markierungen natürlich. Wenn du, ganz abgesehen davon, dass halt irgendwie alle Yuppies irgendwie gleich aussehen. Ja, ja. Was ich aber einen hübschen Zug fand irgendwie. Dass aber eben auch gerade in dieser Gleichschaltung und in diesem Betonen von, ja, wie sagt man, von materiellen Werten, dass da halt ein Hauptkritik. Mhm. Also eine Schlüsselszene ist ja gleich am Anfang, wenn sich in Patrick Bateman diese Gesichtsmaske quasi da dieses Hautpeeling da irgendwie von seinem makellosen Gesicht halt zieht und ist halt wenig subtil halt zu dem, was dann später kommt, aber halt doch klar und deutlich, ne, dass eben dass er eben in der Figur Patrick Bateman eben offenkundig eine Rolle spielt, die er eben unter Umständen so gar nicht ausfüllen kann oder will und in der er sich halt auch überhaupt nicht unterscheidet von all den anderen, mit denen er auch gerne mal verwechselt wird. Ja. Oder eben, was ich eben diese grandiose Szene mit den Visitenkarten, die alle völlig identisch sind. Aber ihnen fällt halt der leichte Weißunterschied auf. Ja. Und das ist schon sehr schön. Und auch hier wird halt eine Form von, ja, von Männlichkeit im Prinzip vermittelt, ne, die nicht gesund ist. Okay, nochmal zu der Frage, was will mir die Künstlerin sagen? Was will mir Brad Easton Ellis sagen mit dem Roman und was will mir Mary Harron und Ginevra Turner sagen mit dem Film? Alles richtig, was du sagst. Ich bin auch vollkommen bei dir. Ich sehe das eben auch, aber du hast eben vorhin die berechtigte Frage gestellt nach der Relevanz im Jahr 2000 und die stelle ich mir eben auch. Alles, was sie sagen, ist eben sehr, sehr richtig. Ja. Alle Kommentare über toxische Männlichkeit und den Kult des Materialismus geschenkt. Natürlich, vollkommen legitim. Aber eben im Jahre 2000 über diese Art der ja, New Yorker Subkultur, nämlich karrieregeilen Finanzhaien im fast doch jugendlichen Alter, die alle Donald Trump nacheifern, ja, nicht mehr so wirklich relevant. Das ist für mich auch tatsächlich der einzig nennenswerte Kritikpunkt am Film, dass ich das Gefühl habe, er kommt einfach so 10-12 Jahre zu spät. Da hat natürlich Fight Club, an dem ich auch das ein oder andere auszusetzen habe, natürlich Vorteile, weil der bietet eben einen sehr aktuellen, zeitgeistigen Angriffspunkt, nimmt der aufs Korn. Das sind eben alles sehr aktuelle Dinge, die da verhandelt werden. Und das tut eben American Psycho nicht. American Psycho redet eben über Donald Trump, über Huey Lewis in the News und solche Figuren, die eine Zeit lang zumindest keine nennenswerte Rolle spielten in den 2000ern, außer Donald Trump eben als Gameshow-Host. Mittlerweile ist es ja leider ein bisschen anders. Ja, was natürlich auch, also was dem Film auf einmal eine ganz neue Komponente bietet, ne? Also könnte man ja fast überlegen, ob der Film nicht auf einmal doch wieder relevanter ist, als uns lieb ist. Also zumindest was den Erfolgscharakter oder von so falschen Idolen im Prinzip angeht, ja. Das ist, naja, ja. Ist nicht einfach, das jetzt mal so eben zu bestimmen. Und ich
Ich kenne mich tatsächlich mit der Szene nicht genug aus, als dass ich nicht wüsste, ob dass ich wüsste, ob eben die ganzen Phil Collins Tiraden von Bateman nicht vielleicht doch irgendwie nachvollziehbar waren im Jahr 2000. Ich weiß es nicht. Vielleicht soll es einfach nur albern sein. Vielleicht soll einfach nur daran eben auch gemessen werden, was für ein Laschek er eigentlich tatsächlich ist, weil er sich eben mit genauso wie halt hier, wie heißt sie, Evelyn, die sich dann irgendwann drüber lustig macht, dass er eben Whitney Houston hört. Ne? Ich meine, so ähnlich wie sie dachte ich schon irgendwie 20 Minuten vorher, als er eben über Genesis nach dem Weggang von Peter Gabriel sprach und so. Also nein, die soll lächerlich sein, glaube ich auch. Ich glaube, da ist auch überhaupt keine Ambivalenz da, genau wie der Film auch keine wirkliche Ambivalenz hat darüber, ob sich die Ereignisse, also die Morde im Film wirklich abspielen oder eben auch nicht. Der Film ist eben relativ eindeutig darin, dass es eine Scheinwelt ist. Und da, also das finde ich eben auch gelungen, so als Adaption. Das Buch ist da sehr viel ambivalenter, sehr viel doppeldeutiger. Also da wird, man kann es so oder so deuten. Es verwendet eben auch Seite um Seite um Seite darauf, auf diese Monologe über irgendwelche Alben von Huey Lewis, Whitney Houston, Phil Collins und so weiter. Und man weiß nie so richtig beim Lesen, okay, will uns jetzt wirklich vielleicht auch der Autor so ein bisschen mit seinem popkulturellen Wissen prahlen oder soll sich hier einfach Patrick Bateman gerade zum Arsch machen? Und der Film macht es eben relativ eindeutig. Er ist ein Loser irgendwie dafür, er ist ein Dork dafür, dass er sich eben so versucht, intellektuell, pseudo-intellektuell mit Huey Lewis auseinanderzusetzen, das wirklich nach allen, mehr oder weniger objektiven Maßstäben keine Musik ist, die tiefgehende Interpretation zulässt. Ja. Er hat sich auch ausgerechnet das ausgesucht, was noch nicht mal ansatzweise die Möglichkeit zulässt, dass da irgendwie sowas ist wie eine zweite oder dritte Ebene, über die es sich wirklich da lohnt, nachzudenken. Ja. Im Buch redet er auch sehr viel länger noch, also nicht in einem ganzen Kapitel, aber irgendwie über ein, zwei Seiten über The Talking Heads. Und ich kann total nachvollziehen, warum da Mary Herring gesagt hat, okay, das kommt nicht in den Film, weil das gäbe zumindest noch die Möglichkeit, dass er es ernst meinen könnte, weil das noch so eine Band ist, über die man sich wirklich Gedanken machen könnte. Ja, aber nicht über Whitney Houston. Nein, in der Tat. Aber interessanterweise diese Ebene dieser Konsumverliebtheit, gleichzeitig das Angewiderte von der eigenen Existenz, aber auch daran so festhalten und sich dann irgendwelche anderen Wege suchen und dann eben nicht ganz genau wissen, ist das jetzt alles wahr oder nicht. Ich hatte so das Gefühl, also als ich den, jetzt, ich werde nochmal, das Buch habe ich nicht gelesen, aber den Film jetzt gesehen und musste mich spontan an ein anderes Buch erinnern, und zwar an 3990 von Frédéric Bichbédé. Das kenne ich wiederum nicht. Ja, ist ein Buch über Werbefuzzis im Prinzip, die eben sich eben auch im Prinzip also über die Konsumgesellschaft aufregen, aber natürlich totaler Teil davon sind und eigentlich wollen sie alle Kunst machen, aber müssen dann irgendwie Joghurtwerbung drehen und irgendwann dringen sie in ein Haus ein und bringen dann irgendwie die alte Dame, die darin wohnt, um. Und, ist auch wurscht. Und der ist von 2001, also von daher ist das Buch. Es gibt auch einen Film mit, ich glaube, Jean Dujardin. Genau, aber jedenfalls daran fühlte ich mich erinnert und eben dadurch, dass das Buch ja auch etwa in demselben Zeitraum rauskam wie der Film, habe ich schon das Gefühl, das sind einfach sehr, sehr viele ähnliche Ideen oder Thematiken, die halt in irgendeiner Form mal zu Papier oder auf Zelluloid gebracht werden mussten. Und dann stellt sich eben vielleicht nicht mehr unbedingt die Frage, wie aktuell ist denn eben tatsächlich einfach American Psycho in seiner Darstellung, weil er eben so rückwärtsgewandt ist, weil er eben so auf die 80er pocht. Das mag da einfach nur eine Form von sehr, sehr enger Adaption sein, sehr werkgetreu, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber eben tatsächlich, was ist da unterschwellig, was wird da eben tatsächlich verhandelt? Und das mag eben wieder tatsächlich sehr aktuell sein, deswegen auch mein Hinweis auf Fight Club. Es ist eigentlich ein zeitlos und gleichbleibend aktuell, was da porträtiert wird. Ich glaube ja auch nicht, dass diese Art von Subkultur, die wir da sehen,
verschwunden ist. Ich glaube, was ein bisschen was nachgelassen hat, ist, dass in der öffentlichen Wahrnehmung dieses Bild eines Karrierepfades nicht mehr so erstrebenswert erscheint, wie jetzt natürlich in der Reagan-Ära, die immer propagiert hat, du musst im Grunde reicher, angesehener und ja, wohlhabender sein als dein Nachbar. Das ist irgendwie das muss dein höchstes Ziel sein. Mhm. Also dieser kapitalistische Prophet statt nicht bei einem dem Land bevor und jetzt tut das wieder, wobei jetzt eben mit anderen Schwerpunkten, aber im Grunde aber eben wieder eine ähnliche Figur jetzt auch im Weißen Haus auf eine andere unangenehme Art und Weise. Also unangenehmere, ich möchte es also, Reagan wirkt im Vergleich fast harmlos zu Donald Trump natürlich. Ja. Aber klar, diese Kultur des Hedonismus, des Ultrakapitalismus ist natürlich so ein bisschen aus unserem Blickwinkel verschwunden, aber sie ist natürlich weiterhin da. Wir nehmen sie heute bloß eben anders wahr, weil wir eben auch die Möglichkeit haben, sie ja nackter zu sehen, sie kommentieren zu können über soziale Medien und so weiter. Ja, natürlich, aber ich meine, die Ultrakapitalisten sehen eben, also sehen eben heute eher aus wie Jeff Bezos in so einer Army-Uniform mit so einer coolen Cappy und ja, oder von mir aus Zuckerberg oder Elon Musk in so einem schönen Tesla-Sportcoupé. Oder ja, früher halt noch Bill Gates oder sowas. Mhm. Aber sie sehen eben alle nicht aus wie Gordon Gekko. Ja, richtig. Ja, und die Uniformität der Yuppies, die nimmt sich natürlich im American Psycho halt sehr, 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 sehr deutlich halt auf und kommentiert das eben auch, dass eben im Prinzip mindestens Jared Leto und Christian Bale halt einfach mal völlig identisch aussehen. Ja. Und sich eben auch ähnlich benehmen und ähnliche Themen haben, nur dass er halt irgendwie den virtuellen Schwanzvergleich in Form der Restaurantreservierungen dann halt vorkehren. Und heute tragen sie halt die Nonkonformisten-Uniform. Ja, natürlich. Ich wollte gerade sagen, der Nonkonformismus ist die neue Uniform. Alle wollen super individuell sein, sehen dadurch alle wieder gleich aus. Ja. Weil sie alle denselben scheiß Undercut haben, dieselben Tattoos, dieselben, was weiß ich, in selbe Fitnessstudio gehen. Nee, ich möchte es irgendwie auch keine Abwatsche der heutigen Konsumkultur geben. Sie ist einfach nur auf eine andere Art und Weise unangenehm. Mhm. Zu American Psycho kann ich deswegen auch, also ich habe dazu, glaube ich, eine gesunde Distanz. Das, was mich eben auch dazu führt, zu sagen, das wird nie einer meiner absoluten Lieblingsfilme sein, weil es gibt an den Film kein wirklich emotionales Rankommen. Die Figuren sind verabscheuungswürdig. Mhm. Die Epoche ist eine, die ich mir nicht zurückwünsche, auf die ich mit keiner Art und Weise, mit irgendeinem nostalgischen Gefühl zurückblicke. Es ist ein kalter Film, es ist ein humorvoller Film. Ich finde, es ist eine sehr gute Adaption. Sie ist hervorragend gemacht, sie unterhält mich eben sehr, sehr gut. Ich finde einfach die Besetzung auch herausragend für die damalige Zeit, alles eben so up-and-coming Stars in dem Moment in ihrer Karriere, bevor sie ihren großen Durchbruch hatten. Beziehungsweise für Christian Bale war es der große Durchbruch nach seinen Kinderrollen. Er ist sehr super, aber er ist jetzt kein Herzensfilm. Nee, so kann man das nun, glaube ich, wirklich beim besten Willen nicht bezeichnen. Ne? Und ich weiß ja nicht, ob es daran liegt und ich möchte auch nicht ewig drauf also rumreiten, von wegen, dass ich den Roman gelesen habe und dir irgendwie Wissenswertes voraus habe. Ich glaube, das kann auch manchmal einfach zum Nachteil gereichen, wenn man einfach so extra textuelles Wissen hat, das hier für den Filmgenuss gar nicht förderlich ist. Aber mir geht es eben leider immer so, wenn ich den Film angucke, dass ich erstmal so ein bisschen die Tonalität des Buchs vermisse, das eben nicht so offenkundig parodistisch ist wie der Film. Mhm. Und auch doppeldeutiger, einfach dadurch, dass wir eben diesen unreliable Narrator haben, diese reine Perspektive auf die Welt durch Patrick Batemans Augen und der Film eben schon mehr kommentiert durch die Figuren um Patrick Bateman rum, es entsprechende Blicke gibt und wir eben uns schon nach 10, 15 Minuten gewahr sind, oh, eigentlich ist er ein ziemliches Würstchen. Ja. Und mir fehlen eben so ein paar Sachen, die, ja, also das was der Film, glaube ich, auch nicht machen durfte aus rechtlichen Gründen, diesen Markenfetischismus und so kleine Episoden mit Prominenten, weil im Buch ist Patrick Bateman noch sehr viel besessener von New Yorker und Hollywood-Prominenz und es gibt endlose Monologe über Donald Trump, aber halt eben auch diese sehr schöne Begegnung mit Tom Cruise im Aufzug im Buch. Und das aus naheliegenden Gründen dann im Film nicht enthalten, wo er eben Tom Cruise beeindrucken will mit Wissen über dessen Filmografie
und dann eben Cocktail als The Bartender bezeichnet. Und so Tom Cruise sagt, ich fand sie ganz toll in The Bartender. Mm. Und Tom Cruise, da gibt es dieses betretene Schweigen und Tom Cruise kann es so nicht stehen lassen und sagt dann, korrigiert ihn und sagt, okay, der Film hieß Cocktail und verlässt den Aufzug. Mm. Und dann ist natürlich Patrick Batens Tag ruiniert und er muss erstmal in Zoo gehen und ein Kind umbringen. Mm. Aber das vermisse ich doch. Also nicht den Kindermord, den ich furchtbar finde, aber dieses kleine Extra an Wahnsinn. Ja. Wobei der Film eben auch schon relativ wahnsinnig ist. Ja, durchaus. Aber ich glaube, auf einer anderen Ebene, weil er eben versucht über, du hast ihn gerade als kalt bezeichnet. Ich glaube, ja, das ist ja auch. Nicht, weil er irgendwie ganz besonders in kalten Farben oder sowas filmt, sondern weil er eben alles sehr, sehr nüchtern betrachtet. Mhm. Und ich würde sagen, kriegt er so eine merkwürdige Kurve, wo ich ihn halt schon fast so wie ein Fieberalbtraum wahrnehme. Deswegen war vorhin auch mein Vergleich mit Naked Lunch da. Und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, sollte Cronenberg ja auch irgendwann mal die Verfilmung übernehmen. Ja. Und ich hätte mich ja mal interessiert, muss man ganz ehrlich sagen. Also das hätte ich nicht uninteressant gefunden. Genau, aber auf jeden Fall, das ist halt. Ja, wenn er eben dann halt durch die, keine Ahnung, mit der Kettensäge nackig durch das Skyscraper da irgendwie rennt. Der völlig leer steht auch, ja. Ja, natürlich, genau. Und ihm kann halt nichts passieren und so. Oder eben halt der Killing Spree ganz am Ende. Naja, das ist halt einfach so weit weg von jeglicher Realität, aber natürlich sehr wohl komplett im Geiste jedes x-beliebigen 80er-Jahre Actionfilms. Ja. Und ja. Das gibt dem Ganzen so eine ganz, ganz seltsame, albtraumhafte Dimension für mich. Ja, etwas Albtraumhaftes. Und ich glaube auch, das ist ja das, was Bateman mehr oder weniger direkt in die, auch am Ende sagt, in seinem Finalmonolog, wo wir eben dann diese Stimme hören aus diesem Voice-Over und er nochmal rekapituliert über sein eigenes Dasein, dass er im Grunde sich irgendwie so eine eigene Albtraumrealität, die auch für ihn zum Albtraum geworden ist, da geschaffen hat. Mhm. Ach, ich komme gerade nicht so zum Punkt. Ich weiß nicht, ob es ein gutes Gespräch ist, weil ich viel nach Gesagten suche, also die ich mir vorher nicht gemacht habe, vielleicht mal hätte machen sollen. Aber was das ganze Thema betrifft, ich weiß nicht, ob es so beabsichtigt war, da sowas wie eine 80er-Ästhetik heraufzubeschwören, indem du jetzt zum Beispiel sagst, okay, wenn er durch die Gänge rennt, das erinnert irgendwie an 80er-Jahre-Actionfilm. War jetzt überhaupt nicht so... Nein, das war nicht das, was ich gesagt habe. Okay, Entschuldigung. Nein, ich habe gesagt, dass die Logik dahinter total in einem 80er-Action-Kino verhaftet ist. Genauso wie die Logik, dass er eben mit seiner kleinen Wumme da eben drei Polizeiautos in die Luft jagt. Ja, das schon natürlich. Dass er eben mit einer Kettensäge, wie eben auch zum Beispiel natürlich im Texas Chainsaw Massacre, was wir ja ganz kurz sehen zwischendurch, ja. einfach mal Amok laufen kann im Hochhaus oder zumindest im Wohnhaus und eben keinerlei Konsequenzen hat. Ja, natürlich. Das ist aber eben etwas, wir waren gerade bei Psycho, bei Slashern. Nimm mal jeden x-beliebigen Slasher. So eine Sachen passieren da. Da öffnet nie jemand irgendeine Tür. Oder ruft die Polizei. Oder irgendwas. Und deswegen sage ich halt, die Logik dessen, was da passiert, in dieser albtraumhaften Phase des Films, bezieht sich eben auf eine, auf ich will nicht mehr sagen Genre-Konvention, aber eben auf die Konventionen, die eben natürlich ganz massiv ausgeprägt waren, als sie als die Slasher-Filme eben vor allem das Kino so dominiert haben. Das war mein Punkt. Und er treibt es natürlich nochmal auf die Spitze. Also über den Punkt hinaus, wo wir als Zuschauer, glaube ich, auch das noch als akzeptabel oder irgendwie realitätsnah empfinden würden. Weil in einem konventionellen Horrorfilm stören wir uns eben nicht daran, dass der Killer durch ein Apartmentgebäude läuft und nicht sofort alle Türen aufgerissen werden und Leute schreien, hey, was machst du da eigentlich? Aber hier treibt das eben so weit, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir sagen, okay, da kann doch irgendetwas nicht stimmen. Spätestens wenn irgendwie Bateman den dritten oder vierten oder fünften Gang runterrennt,
nackt bis auf ein paar Socken und eine schreiende junge, ebenfalls nackte Frau jagt und keiner da aus der Tür tritt, müssen wir uns doch ernsthaft die Frage stellen, ist das, was wir sehen, noch irgendwas, hat das noch irgendwas mit der Realität zu tun? Ja. Aber ich sehe jetzt deinen Punkt, dass er da eben diese Stereotypen oder Mechanismen, diese Art von Kino da referenziert und natürlich auch so ein bestimmtes, ja, Menschenbild, Killerbild, Gegenspieler, ich weiß nicht, Bild eines Bösewichts oder auch meinetwegen Helden, der ab unzerstörbar ist, der total diesem Übermensch-Typus entspricht, wie es eben auch oft die Antagonisten waren in Slasher-Filmen, also ein Mike Myers oder ein Jason oder ein Freddy Krueger, die sind eben unzerstörbar und genauso ist eben das auch, was diese Persona, die sich da Patrick Bateman aufbaut, dieses Selbstbildnis des unzerstörbaren, ja fast schon übermenschlichen Wesen, das wie haben sich die Yuppies immer auch gerne bezeichnet als Masters of the Universe. Ist doch, glaube ich, so eine Begrifflichkeit, die immer wieder im Buch fällt. Jemand, der einfach das komplette Geschehen beherrscht. Und in diesem Moment wird eben Patrick Bateman seiner eigenen Machtfantasie da komplett gerecht. Absolut, weil er sonst ja eben auch durchaus, sozusagen, zumindest für den Zuschauer unter Beweis stellt, dass er eben überhaupt keine Macht hat. Ja. Dass er das bisschen eingebildeter Macht hat, sofort gebrochen wird, wenn jemand eine schönere Visitenkarte hat. Ja, oder eben, dass sein eigenes Selbstbild, das halt so sehr an seinem eigenen Selbstbild hängt, nämlich also wenn er eben selbstverliebt irgendwie seine Muskeln küsst, wenn er da mit den beiden im Bett ist und sowas, dass das eben sehr, 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 sehr leicht gebrochen werden kann. Mhm. Ich glaube deswegen, also habe ich zum Beispiel auch das Gefühl, wenn Lewis dann seinen Mordversuch fehldeutet als Avancen, ist das eben auch so ein Punkt, der ihn, glaube ich, deswegen so kaputt macht, weil sein eigenes Bild seiner eigenen Männlichkeit in irgendeiner Form in Frage stellt. Klar. Er ist eben auch jemand, der nur im Kontext dieser Riten, die er sich da innerhalb seines Kreises von Menschen, mit denen er sich umgibt, da angeeignet hat, funktioniert. Sobald etwas aus der Bahn läuft, kommt er überhaupt nicht damit klar. Wie in der Szene damit genau mit Lewis Carruthers oder in dem Moment, in dem er eben seiner Verlobten, also das Wort ist hier im Kontext dieses Films und auch des Buchs ja irgendwie kaum ernsthaft zu gebrauchen. Also eigentlich die Person, die er ab und zu mal sieht und der irgendwann gesagt hat, okay, wir sind jetzt verlobt. Also die von Reese Witherspoon gespielte Evelyn heißt sie, glaube ich. Ja. Der Moment, in dem sie ihm dann eine Szene macht und er eben offensichtlich erwartet hat, dass sie das mit Fassung trägt und sagt, okay, ja, klar, wir kommen jetzt hier quasi zum Ende einer geschäftlichen Übereinkunft und es ist eben nicht so gelaufen. Gut, dann sehen wir uns eben nie wieder. Kommt er überhaupt nicht mit klar. Und das finde ich eben tatsächlich auch ganz spannend und auch die Momente, in denen für mich da Christian Bale auch schauspielerisch absolut brilliert. Das hätte leicht in die Hose gehen können. Und dafür braucht es eben jemanden wie Bale, der das auch gut spielen kann. Ja. Ja, wie gesagt, also für mich steht und fällt der Film zu großen Teilen mit ihm. Und ich verzeihe ihm bis zum heutigen Tage sehr, sehr viel, auch wenn er mich tendenziell jetzt nervt, so ein bisschen in den letzten Jahren. Mit seiner ganzen De Niro-Nummer. Das hier ist schon sehr, sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Unfassbar gut. Ja, schönes Ding. Auf jeden Fall. Und viele kleine Easter Eggs. Also ich finde diese ganzen Fantasienamen, die gebraucht werden, am liebsten ist mir eigentlich die Szene, in der er sich von Kimball, also dem Detective, der von Willem Dafoe gespielt wird, verabschiedet mit irgendwie, ich muss jetzt los, ich hab noch eine Verabredung zum Lunch mit Cliff Huxtable. Ja, und sehr schön. diese ganzen Sachen, also die es da auch zu entdecken gibt, auch die Tatsache, dass, wobei ich glaube, das war so eher so ein Produktions-Goof und das ist war nicht beabsichtigt, dass auf jede einzelne Visitenkarte, die bei diesem Schwanzvergleich gezeigt wird, Mergers and Acquisitions falsch geschrieben ist. Also Acquisitions, das C fehlt. Ja. Finde ich auch irgendwie ganz, ganz lustig, dass sie alle. Hat was, ja. Ja, dass sie alle über dieses Elfenbein weiß und die goldenen Lettern dann strahlen, aber nicht merken, dass auf jeder ihrer blöden Visitenkarten ein Tippfehler ist. Ja. Sehr hübsch, ja. Ich finde übrigens echt sympathisch, dass sie die Visitenkarte mit bei der Blu-ray dabei haben. Ja, doch. Du hast immer die schönen Editionen dieser Tage, muss ich sagen. Also heute hat was wieder. Ich glaube, du hast diese tolle Psycho-Box. Und ja, ja, ich habe ja nur so die Grabbeltisch-Variante mit alle Filme auf einer DVD.
Und jetzt bei American Psycho habe ich die alte Lionsgate-DVD von anno, ach Gott, 2000. Ist das unsere persönliche Version des Visitenkartentausches? Ui, muss ich mir sagen. Kommen. Oh Gott, oh Gott. Der Tag wird kommen, an dem ich die schönere Edition hier habe. Irgendwann mal. Bring mich bitte nicht um. Nee. Ja, gutes Ding. Ich würde auf jeden Fall einen Sehtipp aussprechen für die paar Menschen, die noch nicht gesehen haben, aber ich glaube, ehrlich gesagt, in unserer Blase wird das mittlerweile jeder getan haben. Also, offenkundig bis auf mich, ne? Also. Eigentlich so, ich möchte nicht sagen, deine Art von Film, aber schon so einer der Titel, über die wir gesprochen haben in all den Jahren, von denen ich dachte, ja, wundert mich ein bisschen, dass du so lange gebraucht hast. Ja, ich aber auch. Aber ey, du hast auch erst jetzt vor ein paar Wochen Catcher in the Rye gelesen. Also. Eben, ja, manchmal braucht man ein bisschen länger. Das ist okay. Mir fällt nichts mehr ein. Ich bin zufrieden. Alles gut. Ja, ich finde, auch eine Empfehlung dringend von meiner Seite. Ich mag den sehr gerne. Und man sollte auch gucken, was Mary Harron sonst so gemacht hat, kann ich sagen. Also I Shot Andy Warhol, den Film, den sie unmittelbar vorgemacht hat, ist auch wirklich sehenswert und ansonsten ihre Karriere auch sehr sehr beachtenswert, finde, sie ist eine gute Filmemacherin. Wer ein bisschen mehr erfahren möchte zu den Dreharbeiten, es gab leider relativ viel so Hektik hinter den Kulissen. Also der Film hat nicht nur eine lange Produktionsgeschichte, sondern eben auch eine relativ kontroverse Produktionsgeschichte. Es gibt einen schönen Podcast namens The Production Booth, den werde ich auch nochmal verlinken, wo eben auch ein Interview mit ihr und einer und allen am Drehbuch beteiligten Menschen enthalten sind und keiner gönnt dem anderen wirklich den Dreck unter den Nägeln. Also jeder will das Drehbuch für sich beanspruchen oder die besten Dialoge für sich beanspruchen. Also man merkt, da stecken ungefähr 20 Drafts hinter und eine 10-jährige Produktionsgeschichte. Aber ich finde am Ende gut, was draus geworden ist. Und ja, die weibliche Perspektive kann auf jeden Fall nicht schaden bei dieser Art von Stoff. Ja. War auch, glaube ich, also wenn ich einem der Interviews trauen kann, dem Studio eben sehr, sehr wichtig, dass man sagen konnte, hier, wir haben hier einen Film über toxische Männlichkeit und wir wissen, der Roman ist problematisch, aber guck mal, an allen entscheidende Positionen hier in der Produktion sitzen Frauen. Mm. Wurde ja auch so ein bisschen als Marketinginstrument benutzt. Ja, okay. Ja. War so. Also es wurde schon ein ziemlich großer, also ich habe ihn damals im Kino gesehen und es war in jeder Berichterstattung immer sehr, sehr prominent, dass eben von Frauen dieser Film federführend gestaltet wurde. Okay. Was ja auch gut ist. Ja, auf jeden Fall, cool. Nächste Woche, oder nicht nächste Woche, wir gucken mal, ne? Ja, ich bin mir auch nicht so richtig sicher, wie wir das alles tatsächlich hinbekommen, aber wird lustig. Es gibt viel zu tun, in der nächsten Episode machen wir aber auf jeden Fall wieder eine Trailer-Show, eine richtig schöne, lange, ausufernde Trailer-Parade, und zwar zum Jahr, sag mal, was du dir überlegt hast. Was ich mir überlegt habe? Ja, ich habe gesagt, welches Jahr, und du hast geantwortet. Es ist großartig, du schiebst mir wieder den schwarzen Peter zu. Ach, alles nur, weil ich die schönere Box habe. So, 1987 werden wir uns vornehmen. Mir fällt spontan nicht ein Film ein, der 1987 rausgekommen ist. Aber ich bin mir sicher, es kamen eine Menge tolle Filme raus. Genau. Vielleicht sogar mit der Musik von Huey Lewis and the News oder Phil Collins. Ich befürchte es. Ja, ne? Das dann beim nächsten Mal. Ich würde sagen, gute Nacht, oder? Bis dann. Ciao, ciao. Ja. Tschüss. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder PayPal-Spende sichert diesem Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und adios.